Tour der Hoffnung ist eine Benefizradtour, die seit 1996 in Rheinland-Pfalz unterwegs ist. Unser Ziel ist es, Geld für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. In vielen Gebieten von Rheinland-Pfalz durften wir schon aktiv sein. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein grandioses Beispiel dafür, was man in einer tollen Gemeinschaft mit viel Spaß erreichen kann. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein fester Bestandteil in meinem Terminkalender jedes Jahr, weil ich die Sache so sehr gern unterstütze und auch in Zukunft immer noch machen werde. Die Vortour der Hoffnung sind für mich die drei emotionalsten, schönsten Tage des Jahres mit Freunden zusammen, große Ziele für kranke Kinder zu erreichen. Die Vortour der Hoffnung ist für mich eine Sache, die ich niemals vermissen möchte. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein Highlight jedes Jahr, weil ich glaube, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, mit so viel Spaß so viel Gutes zu tun. Die Vortour der Hoffnung ist für mich echt Freude, Spaß, aber das ist auch einfach das gute Gefühl, in einem Team voller Freunde ja für Kinder was Gutes zu tun. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein fester Bestandteil in meinem Kalender. In jedem Jahr, da wird auch der Urlaub verschoben. Denn die Vortour der Hoffnung ist Spaß, ist Gemeinschaft, ist Vorfreude wieder auf die Teilnehmer und vor allen Dingen hält es einen fit und das für einen guten Zweck. Also die Vortour der Hoffnung ist ein Muss. Die jeweiligen Spendensummen haben in den zurückliegenden 20 Jahren eine beachtliche Entwicklung genommen. Mit vielen Unterstützern und Helfern sind wir unterwegs und sammeln Spenden für den guten Zweck. Zusammen mit der Tour der Hoffnung, die bundesweit aktiv ist, haben wir im Jahre 2015 einen Betrag von 1,825 Millionen Euro zusammenbekommen. Allein die Vortour hat zu diesem fantastischen Erfolg mit über 421.000 Euro beigetragen. Der leitende Oberarzt des Camperhofs in Koblenz, Dr. Rudolf Ferrari, erklärt die Motivation und Beweggründe der Vortourradler. Liebe Helfer, warum radelt ihr? Für die Familien stürzen die Welten ein, wenn wir die Diagnose einer bösartigen Erkrankung stellen müssen. Bis gestern war alles gut und jetzt müssen sich die Eltern, die Großeltern, der Patient und die Geschwister auf lange Zeiten im Krankenhaus, große Operationen, Chemotherapie, Schmerzen, Übelkeit, Haarausfall einstellen. Am Anfang ist es wie ein böser Film, man glaubt, es stimmt nicht, morgen wache ich auf und es kommt einer und sagt, Edge, das war alles ein böser Traum.
es braucht dann 2-3 Tage und dann kommen die Eltern zur Besinnung und wissen, es ist kein böser Traum. Sie fallen dann in eine Stufe der Hoffnungslosigkeit. Der Boden ist unter den Füßen weggerissen. Sie kommen in eine Phase der Wut. Sie fragen, wer hat Schuld? Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich was verbessern können? Es kommt dann eine Phase der erneuten Hoffnungslosigkeit. Und dann kommen sie hoffentlich nach einigen Wochen in eine Phase der stabilen Hoffnung, dass sie sagen, wir packen das, wir müssen zwar hier durch, aber mit Hilfe von Unterstützern schaffen wir es, die Krankheit zu besiegen und alles wird gut. Überlegen Sie sich bitte, was es für die Familien heißt. Der Junge kann auf einmal nicht mehr in die Schule gehen. Die Freunde können nicht mehr ihn regelmäßig besuchen. Hier ist das soziale Umfeld gefordert. Eventuell ist das Geschwisterkind nicht in der Lage, seinen Sport wieder auszuüben. Das Geschwisterkind hat vielleicht keine Transportmöglichkeit, um zum Fußball zu kommen. Viele, viele, viele Probleme treten auf einmal auf und müssen jetzt bearbeitet werden. Und das innerhalb von wenigen Sekunden. Darum radeln wir und darum brauchen wir Ihre Hilfe, damit wir mit vielen Helfern das soziale Umfeld gut und optimal bestellen können, um diese Schocksituation, diese Ratlosigkeit, diese Hilflosigkeit der Eltern am Anfang auffangen zu können. Nur durch diese Unterstützung ist es möglich, dass es nicht zu einer krankhaften Trauer, zu einer krankhaften Steigerung in die Hoffnungslosigkeit kommt. Und wofür werden die Spenden verwendet? Vor rund 30 Jahren hatten Kinder, die an Leukämie erkrankt waren, eine Heilungschance von etwa 60%. Heute ist diese Chance auf ca. 86% gestiegen. Wissenschaftler und Ärzte arbeiten sehr intensiv daran, die Ursachen dieser schlimmen Erkrankungen zu finden. Die staatliche Finanzierung für diese Forschungen reicht allein nicht aus. Es wird mehr Geld benötigt, um verstärkte Anstrengungen in der Krebsforschung zu unterstützen, für neue Behandlungskonzepte und für die pflegerische und psychosoziale Betreuung krebskranker Kinder. Für diese Ziele rollt die Vortour der Hoffnung durch Rheinland-Pfalz. Wir brauchen auch weiterhin Unterstützung und Hilfe, unter anderem, indem sich möglichst viele Orte bereit erklären, die Vortourradler als Stopport zu empfangen und gemeinsam mit uns für die gute Sache aktiv zu werden. Zwar ist schon einiges im Kampf gegen den Krebs erreicht, aber dennoch gibt es noch viel zu tun. Ich bin sehr, sehr begeistert. Mir war natürlich auch im Vorhinein schon klar, dass die Tour der Hoffnung wirklich eine Spendenaktion ist für krebskranke Kinder. Aber ich hatte nicht wirklich eine Idee davon. Und heute habe ich das Feeling, das Flair kennengelernt, der Radler und Radlerin der Vortour. Und es ist eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ich war sehr begeistert davon. So viele Menschen, die sich engagieren, die gerne radeln und die sich fühlen wie eine große Familie. Das ist schon toll beeindruckend. Es ist heute wirklich wunderbar, dass zum Beispiel leukämiekranke Kinder wirklich fast alle geheilt werden können. Und dieser Fortschritt ist nur möglich, weil zum Beispiel die Tour der Hoffnung investiert in Durchspendengelder, in Forschung, aber auch in die Kliniken, dass das Geld direkt ankommt. Das ist ein großer Dienst für die Kinder, die betroffen sind, aber auch für die Eltern. Insofern ist es einfach auch ein ganz, ganz toller, wunderschöner Zweck, für den geradelt wird. Für diejenigen, die sich bereit erklären, für die Vortour einen Stopp auszurichten, gibt es ausführliche Informationen in gedruckter Form. Detaillierte Auskünfte geben Ihnen gerne Jürgen Grünwald, Raimund Wittlich, Hans-Josef Bracht und Dieter Saueressig. Alle vier sind für die Organisation der Vortour in diesem Jahr verantwortlich und helfen Ihnen bei Fragen und Problemen gerne weiter.